Jetzt geht's los. Aktuelles aus dem Sommertrainingslager präsentiert euch die Heimatkrankenkasse. Hallo aus Österreich vom Wilden Kaiser. Am heutigen Samstag, dem vorletzten Tag des Trainingslagers, stand um 9.30 Uhr das erste Training für unsere Mannschaft auf dem Programm, ehe es dann am Nachmittag zum Heldencup in die Kufstein Arena ging. Im Duell mit unserem Ligakonkurrenten, dem VfB Stuttgart, wurde der Sieger des diesjährigen Heldencups und damit auch der Gewinner von 30.000 Euro für den guten Zweck ausgespielt. Nach 20 Minuten gehörte die erste Chance dem VfB. Nils Seufert mit einem Fehlpass in den Strafraum zu González und der scheitert am sehr gut reagierenden Stefan Ortega Moreno. Nur eine Zeigerumdrehung später war es dann um den DSC gestehen. Cedric Brunner verliert den Ball, foult anschließend Daniel Didavi und es gibt Elfmeter für den VfB Stuttgart. Nicolas González tritt an, zielt nach links unten und verlädt Stefan Ortega 1:0 für den VfB in der 20. Spielminute. Arminia hat die dickste Chance im ersten Durchlauf nach 40 Minuten. Fabian Kunze setzt Lausen in Szene, der flankt in die Mitte, Christian Gebauer und knapp über den Kasten des VfB Stuttgart. Da fehlte nicht viel zum Ausgleich. Direkt vor der Pause dann nochmal der VfB. Nach einem Querschläger landet der Ball bei Klimowitz, der steckt durch zu Daniel Didavi und der aus dem Stand in den Winkel. Keine Chance für Stefan Ortega Moreno. 2:0 für den VfB Stuttgart direkt zur Halbzeit. In der Pause hat der DSC dreimal gewechselt. Auch in der zweiten Hälfte gab es noch weitere Wechsel. Die erste Chance im zweiten Durchgang gehört aber wieder dem VfB Stuttgart. Der Ball wird zurückgelegt auf Clement, der versucht es aus 15 Meter und Brian Behrendt bekommt gerade noch einen Fuß dazwischen und verhindert Schlimmeres. Vorne dann wieder Brian Behrendt mit dem Ballgewinn, beginnt Fabian Klos in der 67. Minute und der haarscharf vorbei am langen Eck. Diese Bälle macht er sonst im Schlaf. Brian Behrendt steckt durch Fabian Klos genau im richtigen Moment und dann geht der Ball am langen Pfosten vorbei. Dann wieder der VfB Stuttgart in der 81. Minute über links in den Strafraum. Der Ball wird zurückgelegt auf Kalajdzic, der kann schießen aus 7 Metern und Oskar Linner pariert auf der Linie hervorragend. Direkt im Gegenzug wieder Arminia. Sebu Suku über rechts, zieht in die Mitte, schließt mit links ab, aber kein Problem für Fabian Bretlo im Kasten des VfB Stuttgart. In der Schlussminute dann noch einmal der DSC. Marcel Hartl mit einer Flanke von links auf Amos Pieper, der steigt am höchsten, aber Fabian Bretlo ist erneut Sieger gegen diesen Kopfball aus 5 Metern. Anschließend war Schluss. Der VfB Stuttgart gewinnt 2:0 im Heldencup gegen Arminia Bielefeld. Ja, Fabian Kunze 0:2 gegen den VfB Stuttgart. Wie bewertest du das Ergebnis, aber natürlich viel wichtiger, wie bewertest du unseren Auftritt heute? Ja, also man muss so als erstes sagen, dass klar, Niederlagen sind nicht schön. Aber es hat natürlich auch seine Gründe. Wir haben zu viele Fehler gemacht, haben nach vorne nicht den Biss gehabt, haben uns nicht gut durchgespielt und so kommt dann das Ergebnis zustande. Aber ich denke dennoch ein guter und gelungener Test, von dem wir viel lernen können. Ja, und das werden wir auch tun. Ja, du hast es schon gesagt, trotzdem ein guter und gelungener Test. Was waren so Sachen, die ihr jetzt positiv mitnehmen könnt? Ja, ich denke schon, dass wir größtenteils ja, schon geschlossen standen als Mannschaft. Auch wenn das jetzt von den Positionen her nicht unbedingt immer klar war. Ich denke schon, dass wir da gut verschoben haben. Was wir noch verbessern müssen, ist dann einfach konsequenter nach vorne spielen, bessere Nadelstiche setzen und dann, dann schießt du auch Tore, ne? Und das wollen wir. Ist eh viel wichtiger, dass dann die Punkte im Ligaspiel nachher kommen. Jetzt sind wir am Ende einer intensiven Woche hier im Trainingslager. Wie geht's deinen Knochen? Noch ganz gut, aber ich denke, das muss auch so sein. Am Ende des Trainingslagers, glaube ich, von jedem sind die Knie ein bisschen weich, aber wie gesagt, ist völlig normal und ja. Siehst du euch denn jetzt nach dieser Woche gut gerüstet für die kommende Bundesliga-Saison? Wir haben ja noch ein paar Wochen, aber bis jetzt haben wir, denke ich, gute Grundsteine legen können hier im Trainingslager. Und ja, wir müssen einfach weiter hart arbeiten und dann kommt das auch. Alles klar, dann wünschen wir dabei viel Erfolg. Vielen Dank, Fabian Kunze. Gerne.